Wir nahen uns hier zu zweit. Als schwankende Gestalten sind pflichtgemäß zu göttlich klarem Blick geneigt, der auf die Herzen zielt, bei Jungen und bei Alten, und freuen uns, wenn er sich in guten Werken zeigt. Ah, ihr hochgeschätzten Spektatores, das war mit teuflischem Verlaub. Hohe, ganz hohe Poesie. Höher geht es gar nicht, da stimmte jeder Reim, jeder Rhythmus. Ich dagegen, myself and I, wie der große William immer sagt, ich sage euch in aller Freundschaft. Ad rem, wenn ich bitten darf. Ad rem, zur Sache, mein Lieber. Wir wollten doch eine poetische Weltanalyse, eine Sphärenharmonie hier zelebrieren. Da soll das Böse gar nicht, fast gar nicht vorkommen. Ich sage euch in aller Freundschaft, Kollege, wenn es im Himmel eine Gewerkschaft gäbe, ich wäre das erste Mitglied, ob mit oder ohne Glied. Lass er bitte diese teuflischen Zoten. Wir haben einen göttlichen, einen guten Ruf. Riss er sich zusammen und führ er unseren Dialog bei Zeile 5 artig, wie es sich für einen Engel gehört, weiter. Gut, dann denke ich aber, mein lieber Kumpel. Kumpel, Erzengel könnten wir längst sein, wenn du nicht immer diese Attacken auf unseres Herrn Ohr reiten müsstest. Ja, wenn's im Himmel eine Zeitung gäbe, ich würde ja sie sogar lesen. Da hat mir doch neulich unser Kollege, der beinahe zum Erzengel befördert worden wäre. Ja, vergessen wir diesen Schwätzer und kommen wir mit höchster, ja himmlischer Konzentration zur Vorstellung der Hauptakteure. Der eine, Faust wird er gewöhnlich hier genannt, kommt schillernd aus der dunklen Ferne, wie ein Antichrist. Der andere, eher ein Büchernarr im Mönchsgewand. Er will beweisen, dass sein Gegenpart ein übler Magier ist. Das Resultat wird einst im Lebensbuch verzeichnet stehen, das aufgeschlagen wird am jüngsten Tage. Da wird Gott Vater kaum durch seine Finger sehen und von ihm nehmen leicht des Höllenfeuers Plage. In der Tat, Chef, mir scheint, als ob es im Himmel die gleichen Strebertypen und dieselben Rangeleien gibt wie hier auf Erden. Und in Kreuznach, wo die Stelle eines Schulmeisters an der Lateinschule vakant geworden ist, da haben sich gleich zwei hohe Gelehrte beworben. Gleich zwei. Und was für Kaliber, wow. Also, den Vergleich zwischen himmlischem und irdischem Personal möchte ich überhört haben. Aber wollen wir doch unseren Prologus hier noch versöhnlich zu Ende bringen, bevor wir mit Verlaub von unserem himmlischen Regisseur das Wort an unseren irdischen Regisseur abgeben. Einverstanden? Einverstanden, versuchen wir es doch mal im Duett. Einverstanden, also los. So mag der Himmel hören auch die folgenden Gesänge, die ihr Theaterleute dringen lasst ans Menschenohr. Sie sind ja abgelauscht dem bösen Weltgedränge. Und ihr Spieler, hofft, Gott Vater habe auch Humor. Nur ungern lassen wir euch göttliche Komödie spielen, wie sie der kecke Dante in Ravenna einst gewagt, und warnen euch, nach Weltenruhm zu schielen. Das sei nun an des Spieles Anfang klar gesagt.
Oh, hat ja perfekt geklappt. Nahezu perfekt. Naja, nahezu perfekt. Aber jetzt können wir unserem Chef Vollzug seiner Weisung melden. Schauen Sie einmal in die Runde, liebste Frau. Was für ein schöner Tag heute. Ja, mein Gebieter. Wie von Gott für uns gemacht. Du, sag einmal, wie wär's denn mit einem Ausritt zum Disibodenberg? Oh, sag an. Disibodenberg. Ein reizender, ein verlockender Gedanke. Aus einem lieblichen Mund. Oh, ich glaube, wir sollten unseren kleinen Ausritt auf später verschieben. Hat sich doch unser neu eingestellter Hofastrolog, der hochverehrte Herr Johannes Wirdung von der Alma Mater zu Heidelberg, anheischi gemacht, in der letzten Nacht sein neuestes Teleskop auf die Sterne hier über unserer Burg zu richten, um unserer ehrenwerten Familie, ja, so hat er sich ausgedrückt, unserer ehrenwerten Familie ein Horoskop zu stellen. Horoskop, was ist das? Sei nicht so vorlaut, du kleiner Racker, und unterbrich deinen Vater, Herr, nicht so kick, wenn ich bitten darf. Wo waren wir stehen geblieben, mein Lieber? Beim Familienhoroskop, wenn ich mich recht entsinne, von unserem sehr verehrten Herrn Johannes Wirdung, der für uns in die Zukunft schaut. Die Zukunft, ist die auch farbig, rot oder weiß? Die Zukunft, farbig? Oh. Na gut, sagen wir mal, die Zukunft sei rosarot, ja, rosa. Und das Schicksal? Wie das Taufkleid von unserer kleinen Hildegard. Aber Schluss mit der Ausfahrerei. Deinem Vater brummt schon der Schädel von deinen vielen dummen Fragen. Lasst gut sein, liebe Frau Hedwig. Fragen, auch Kinderfragen, sind doch ein gutes Zeichen. Dämmert doch eine neue Zeit herauf, wo der Mensch sein Schicksal, ja, sein Lebensschicksal in die Hand wird nehmen. In die Hand nehmen, die rosarote Zukunft. Aber Papa, das Schicksal kann man nicht sehen, nicht hören und nicht riechen. Ja. Also ist es auch nicht da. Das hat unser Hofkaplan. Unser Herr Hofkaplan heißt das, mein liebes Kind. Bitte schön, ja? Ja, unser Herr Hofkaplan gestern zu uns gesagt und hat ein ganz ernstes Gesicht gemacht und uns zwei Vaterunser und zwei Ave Maria beten lassen. Das recht so, ganz recht so. Aber dem lieben Gott kann man doch auch nicht sehen. Doch auch nicht. Das so. Stimmt. Jetzt aber Schluss der Fragestunde. Du gehst jetzt und trinkst deine Milch und dann schleunigst mit dir zur Reitstunde, du kleines Fragezeichen. Also, was dieses Kind für Fragen stellt, wo soll das noch hinführen, mein lieber Franz? Diese Fragen, liebste Frau Hedwig, machen mich stolz, aber auch nachdenklich zugleich. Vielleicht wird man in der Zukunft, ja, in der rosaroten Zukunft, auf sie Antworten zu finden versuchen und nicht alles mit dem Hinweis auf irgendeine Bibelstelle zudecken können. Das, mein lieber Franz, klingt mir alles ein wenig nach Rebellion. Bitte? Gewacht, mein lieber Franz, gewacht. Aber auf wen sollen wir denn hören? Und erst recht unsere Kinder und Kindeskinder. Für mich ist diese Frage schon so gut wie entschieden. Wir müssen das Boot der Wissenschaft besteigen und uns nach neuen Ufern umsehen. Und da brauchen wir so Leute wie den Johannes Wirdung mit seinen astrologischen Erkenntnissen und seinen Horoskopen. Eines Tages werden wir den Kosmos kennen und unseren Ort und unser Schicksal darin finden. Und im Kleinen wird uns die Alchemie zeigen, wie das Leben und die Materie funktionieren. Wer weiß, wir werden schon bald wissen, wie man Gold herstellen kann. Und wie die Organe und Säfte des Körpers arbeiten. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es deshalb auch weder mehr Armut noch Krankheit auf Erden geben. Wir können nicht länger darauf beharren, dass die Erde eine Scheibe sei. Und
Wer weiß, vielleicht wird auch die Schöpfung bald schon nicht mehr nur Schöpfung genannt werden, sondern Evolution. Und der Mensch wird eine Art Schöpfer sein. Also, was du, mein lieber Franz, hier als Zukunft der Menschheit anvisierst, das erschreckt mich ein wenig. Naja, wo bleibt denn da der Respekt der Fromme vor den Aussagen der heiligen Mutterkirche? Und was werden diese Gedanken weiterwirken? Und vor allen Dingen, welche Konsequenzen werden diese Widersacher, naja, ich will sie nicht Ketzer nennen, werden sie zu fürchten haben? Und naja, bedenke er doch, mein lieber Bruder könnte eines Tages mal Bischof von Speyer, Bischof mit Mitra und Stab werden. Du, da prallen doch Welten aufeinander. Für mich prallen da eher Weltbilder aufeinander. Und wir Menschen haben die Wahl, wo wir in Zukunft unsere persönliche Wahrheit finden werden. Und das, liebste Frau Hedwig, können wir nicht alleine. Schon bald werden wir Mitstreiter finden, in allen Fakultäten, in allen Wissensbereichen. Und da brauchen wir so Leute wie den Johannes Wirdung. Franz, Moment mal. Jetzt muss nur noch ein ganz bestimmter Name hier fallen, den ich in letzter Zeit unten in Kreuznach schon manches Mal, zuweilen in ängstlichem Flüstertone, zuweilen aber auch schon mit leuchtenden Augen zu hören bekommen habe. Magister Faust. Hedwig! Ja, wie das klingt, ne? Faust in Kreuznach. Naja, also ich armes Weib, ich höre diesen Namen mit Herzklopfen. Und was wird erst sein, wenn unsere Knaben dermaleinst in seiner Lateinschule sitzen werden und mit voller Begeisterung an seinen Lippen hängen werden? Diese Bedenken sind schon zuhauf an mein fürstliches Ohr gedrungen. Aber letztendlich bin ich, der Fürst, verantwortlich für die Anstellung dieses begnadeten Lehrers. Begnadeten sagst du, lieber Franziskus. Aber von wem begnadet? Ja, haben wir nicht alle unsere geistigen und geistlichen Gaben von unserem Gott? Und lauert nicht auch in dieser doppelten Gabe der Widersacher, der Teufel, indem er den Menschen einflüstert, dass das Geistige, das Wissen, wichtiger als das Geistliche, also... Franz, ich bin gelinde gesagt, ja, ein wenig irritiert. Aber ich bin ja auch nur ein schwaches Weib. Dessen Bedenken von mir, Ihrem Angetrauten, ernst genommen werden. So ernst, dass ich in den kommenden Monaten die Situation an unserer Lateinschule selbst zu visitieren gedenke, um dann über das Schicksal dieses doch etwas umstrittenen Lehrers Faust zu befinden. Mein lieber Franz, der Himmel möge dir zu einer weisen Entscheidung verhelfen, wenn auch unsere liebe Kleine gerade noch nichts mit dem Begriff Schicksal anzufangen wusste. Ja, können wir es denn? Ja, können wir es? Können wir es denn? Können wir es? Das schöne Wetter über Kreuznach lädt uns zu einem kleinen Ritt ein. Also wir können es. Alle, ja. Franz, nicht so stürmisch, wir haben schon 4 Kinder. Alte Bein. Hä? Ah, oh, die Kleckrott kann überhaupt nicht zählen und will hier die Ton angeben.
Also zählen kann ich schon, du Nase, weißt ja. Bis 100 oder bis 1000. Jo. Ja. Wo willst du zählen gelernt haben? Kannst du mir das mal erzählen, hä? Vielleicht in der Lateinschule beim Dr. Faust? Nee, ich habe zählen gelernt oben am Bach, da am Ellebach, bei der alt Ellefra, da habe ich zählen gelernt. Jawohl. Oh, bei der alte Hex hast du zählen gelernt. Hat sie der vielleicht ihr Goldstückchen in dein Scherz gezählt, oder? Dein drei rote Borste vom Kopf gezählt. Nee, du Dummkopf, du. Nee, da oben an der Bach hon ich bei der Frau hon ich die Frösch und die Hels und denen zählen gedürft. Ja, wenn die da ihr Hals aus dem Wasser gestreckt haben. Und dabei haben die so schön, so wunderschön gequakt. Ja, und dann hast du mitgequakt, quak, 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 quak. Nee, mitgezählt habe ich, mitgezählt bis 1000. Jo, bis 1000. Bis 1000. Ja, oder auch noch mehr, 1000 und ach. Ich glaube, bis 600 habe ich sogar gezählt. Jo, bis... Mehr, ja. Bis 700. Ja, nee, doch. Bis 700 sind dann die Fresh, die Kämpfe von denen Fresh, da durch den Ellerbach und haare die dann auch so rote Borste wie du. Du war der Froschkönig sogar da. Ja, und der hat zu mir gesagt... Er hat zu mir gesagt, ich hätte so schöne rote Haare wie die aua von dem Gretchen. Do, ja, von unserem Gretchen. Oder wie do, der Prinzessin von der Axt. Also wenn ihr zwei keine Streit hängt, jetzt nicht aufhört zu streiten, dann gibt's nichts mehr zu essen. Dann ist das Dippe mit den Erbsen leer und ihr zwei kriegt Leis in den Bauch. Los jetzt. Mann, jetzt geh halt. Die Linse, wo sind sie? Im Dippe, sie hippe. Sie kochen 7 Wochen, sind hart wie ihr Knochen. Sie kochen 7 Wochen und sind hart wie ihr Knochen. Linse? Gott. Linse? Das ist doch gar keine Linse, ey, das sind doch Äpfel. Das ist gar nichts drin. Ajo, Mensch, Linse oder Äpfel, das ist doch alles eine Matsch. Und noch nicht einmal ein Schwart ist da drin. Noch nicht einmal ein einziges Schwart ist da drin. Da hast du recht, Anna. Da hast du recht. Kein Fett, guck da raus, kein einziges. Mager. Naja, mit uns armen Weibslein kann man es ja machen. Kein Fett in der Suppe und kein Schmalz auf dem Brot. Kein Schmalz und das Salz fehlt auch. Ist das ein Leben? Schönes Wetter. Schöne Zeiten. Die Zeiten. Die Zeiten für den gemähnen Mann. Und die gemähne Frau. Aber so heißt es halt in der Schrift. Am Sonntag dort der Pastor in der Predigt gesagt, in Latein oder in der Jüdischsprache? Nee, auf Deutsch hat er gesagt, dass eine große Dürre kommen wird. Und da hat einer dazwischen gerufen, ein klein Dick wär mal lieber. Oh. Aber stellt euch vor, in der Kirche, in der heiligen Messe, denkt euch. Oh. Das war bestimmt ein Mannsbild aus Gemenge. Gemenge. Der Teufel kommt aus Gemenge und hat es an. Hinne. Du kleinen Krottekopf. Helfer, weil mir da ein Schnappel. Die soll mir die Krott petzen. Los jetzt. Das stimmt doch. Der Teufel ist doch ein Mannsbild. Ein elendisches. Das wisst ihr doch auch. Ja, ja. So viel Frechheit. So viel Frechheit kennen sich nur die Männer, die Kälte für Maledeite erlauben. Eine Frau hat es schon längst an den Pranger gestellt, dass die Leute ja nicht besser sind, als diese Anspucke kennen. Mir arme Weibsleid, mir... Ach, gefuckt die Männer. Genau. Nee. Ja. So sind nicht alle Männer.
am Mittwoch. Da habe ich einer kennengelernt. Da ist mir einer noch dabei, über den Weg gelaufen. Und der hat ganz fein hat er gesagt. Ganz fein, ganz fein in Latein. Nee, auf Deutsch hat er gesagt. Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Schönes Fräulein, Arm und Geleit, nobel, nobel. Ja, sah doch mal, wo kam der dann her? Ei, bestimmt nicht aus Telemorum. Na, ne Jut kann das nicht gewesen sein. Telemorum, wo sind wir dann? Nee, nee, ein Jut hätte sowas nie gesagt. Aber ein bisschen Herzkloppe hatte ich ja schon, ach, wie ich nein gesagt habe. Und dann habe ich ihm ganz hämlich in den Ohr geguckt. Und dann bin ich schnurstracks in der Kirscherin, um mich zu beruhigen. Du hast bestimmt eine Deibel sei Hand im Spiel. Ja. Ganz bestimmt hat eine Deibel sei Hand im Spiel. Du und dein Cash. Ach, guck mal da unten. Am Ellerbach, die Waschweiber. Du, bei denen scheint es gleich was zu essen zu geben. Weißt du was? Lass uns rasch unsere Verkleidung anlegen und uns dazugesellen. Vielleicht haben die ja einen Happen für uns über. Und nach dem Marsch von Sponheim hierher bin ich recht schaffen hungrig. Aber das ist doch albern, Bruder. Die merken doch gleich, dass wir keine Studenten sind. Ach was, komm. Hilf mir mal. Und wenn wir dann da unten sind, dann lass mich nur machen. Die werden schon nichts merken. Und wenn ich denen erst mal was von Paris erzählt habe, du, dann nehmen die uns alles ab. Du weißt doch, wie gut, glaube ich, solche einfachen Menschen sind. Und ich glaube, wir sollten uns eilen, sonst ist der Topf da unten leer. Dass du immer ans Essen denken musst. Es ist Fastenzeit. Also ich glaube, mit dem, was die da unten im Topf haben, kann man das Fasten ganz bestimmt nicht brechen. Und wir hatten schon was davon, wenn wir zwei hier vor Hungertod umfallen. Und außerdem, wer sagt denn dir, dass ich immer nur ans Essen denke? Viel lieber denke ich doch ans Trinken. Ja, und warum sind wir schließlich im Kloster? Doch zum Lobe Gottes und wegen des feinen Bieres, das dort gebraut wird. Wenn der Trithemius wüsste, was wir in Kreuznach vorhaben, dann... Ach komm, Mensch, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Wir holen uns doch nur zurück, was der jahrelang aus uns rausgepresst hat. Wir haben es doch viel zu lange geduldet, dass der alles Geld des Klosters für seine Bibliothek verschwendet. So. Und sag dir doch einfach, wir machen das hier nur zum Lobe Gottes. Und wie kann man Gott besser ehren, als wenn man das Ende der Fastenzeit feiert mit allem, was man hat? Ha? So, und jetzt komm, sonst ist der Topf da unten leer. Eil dich. Magister Georgius Sabellicus Faustus Junior, Fons Necromaticorum, Astrologus, Magus Secundus, was? Chiromanticus, Akromanticus, Pyromanticus, Hydra Arte Secundus, dieser Scharlatan, Betrüger und Hochstapler. Magister und Astrologe will er sein. Das Schicksal aus den Knochen, dem Feuer und dem Wasser herauslesen
die Stimmen der Verschworenen, der Verstorbenen heraufbeschwören. Und an dieser Brust habe ich ihn teilhaben lassen an meiner Gelehrsamkeit und an meinem geheimsten Wissen. Und jetzt. Aber seid ihr euch denn wirklich sicher, dass es sich dabei um diesen Georg Helmstetter handelt? Solche herumreisenden Quacksalber gibt es doch schließlich zu Dutzenden. Natürlich bin ich mir sicher. Das Gesinde mag mich vertrieben haben aus Sponheim. Aber ich habe meine Informanten und Quellen. Und die sind absolut zuverlässig. Es wird Zeit, dass diesem Betrüger das Handwerk gelegt wird. Ich verstehe doch, dass ihr wütend seid. Aber selbst wenn dieser Dr. Faustus Georg Helmstetter sein sollte, Bruder, lass doch die Vergangenheit ruhen und vertraut auf die Gerechtigkeit des Allmächtigen. Ihr solltet euch zu schade sein, auf so billige irdische Rache zu sinnen. Rache? Rache? Geht doch nicht um Rache. Nicht? Ach, wenn er nur billiger Quacksalber sein Unwesen treiben würde. Aber dieser Franz von Sickingen, der ja bestimmten okkulten Praktiken nicht abhold ist, dieser blinde und gutgläubige Sickingen hat dafür gesorgt, dass dieser Baus auch noch zum Leiter der Lateinschule ernannt wird. Geht doch nicht um Rache. Es geht um unsere Jugend, um unsere Kinder. Unsere Kinder müssen vor diesem Hochstapler geschützt werden. Aber Trithemius! Nenne er nicht diesen Namen! Hier an Kreuznach darf das niemand wissen. Wir sind hier zwei einfache Bettelmönche. Niemand darf das erfahren. Komm her. Alleweil Gretje. Herr Ufse, schaffe und hol dein Teller und du brichst Brot. Danke. Gib noch Brot. Wollen wir nicht noch ein Gebet sprechen? Ein kleines. Schon bitte. Ein Gebet. Ein Gebet für die Wassersuppe. Da. Und das trocke Brot, das sollen wir noch beten und danke. Noch nicht einmal ein Messer spitz Griebenschmalz haben wir da drin. Für die Plackerei da an dem kalten Wasser den ganzen Tag. Ja. Seid ihr doch auch mal was, stimmt doch, oder? Ja. Mit dem Gebet, mit dem Gebet wird der Fraß auch nicht besser. Guck doch mal da. Ach, ihr seid aber halt auch wieder alt so zäh wie Juchte. Kennt ihr nicht den Mosche, Stickelsche verzähle, dass man mal ein bisschen lache, Hund. Hopp. Ich kann ja nichts zu lachen. Macht zwar den Bock auch nicht fett, aber ich kann euch mal Stickelsche verzähle, was ich vorgestern hinter unserer Butting aufgeschnappt habe. Jo, erzähl mal. Es geht um die zwei Männer. Um die zwei Dussel Camp aus. Pass auf. Da kam der Hannes zu dem Peter auf den Hof und hat gesehen, wie der Peter mit einer langen Stange in seiner Poolgrube rumgestarrt hat. Immer hin und her und hoch und runter. Seht der Hannes? Wisst ihr, der manchmal so ein bisschen arschneigig ist. Seht der Peter, was starrst du da so allein in deiner Poolgrube rum? Seht der, stell dir mal vor, was mir passiert ist. Mir ist ja mein alte Wammes in die braunen Prie gefallen. Seht der Hannes, ach echt, Peter, um den alten Wammes ist das doch nicht schad. Seht der, nee, um den Wammes ist das nicht schad, aber do, in dem rechten Säckel, da war ja noch mein Butterschmier. Jetzt sind genug von denen alte Wammes, Poolgruber, der Misthaube. Du,
Da kommen feine junge Männer. Oh. Ja. Die haben Studentenkappen im Kopf. Oh. Und eine kleine Ware haben die dabei. Oh. Die kommen zu uns. Oh. Also, ihr greift nach der Waschweibe. Und vor allem ihr junge Mäd. Fallt nicht aus der Rolle. Oh. Und, ach Gretchen, mach du doch nicht immer so fromm Gesicht. Ja. Ja, Gott zum Gruße, ihr schönen Frauen und Mädchen. Meinem Mitstudiosus und mir ist schon viel erzählt worden über die Schönheit der Frauen und den guten Wein von den Rebenhügeln hier an der Nahe. Diese Köstlichkeiten wollen wir nun geflissentlich studieren. Geflissentlich? Was ist denn das für ein Wort? Das habe ich dir noch nie gehört. Geflissentlich studiere? Ei, ich glaube, ich mache mal geflissentlich. Da habe ich den Knopf von meiner Bluse auf. Man weiß ja nie, gell, geflissentlich. Ja. Ja, eigentlich haben wir ja nicht viel Zeit. Wir wollten ja nur... Jetzt schaut's doch nicht so echauffiert und ängstlich aus der weißen Wäsche. Ihr Lieben, mit den drei gefüllten Mietern. Mein Mitstudiosus und ich wollen doch nur Land und Leute kennen und lieben. Lieben. Ja, lieben. Lieben. Ja, lieben. Also für Studenten. Für Studenten seid ihr aber ganz schön alt. Ja. Oh. Darf man dann überhaupt so lang studieren? Ja, manchmal dauert es halt seine Zeit, bis man das Wissen der ganzen Welt erfasst hat. Da kann man halt nicht kleinlich sein. Da muss man halt das eine oder andere Studienjahr drauflegen, um so klug und weise zu werden wie wir beide. Ach, du müssen aber ich erst mal den Dr. Faust angucken, was der alles weiß und alles kann. Genau. Der kann nämlich alle Krankheiten heilen. Und der kann sogar in die Zukunft gucken. Oh. Und mit den Seelen von denen Tote schwätzen. Oh. Da müsst ihr lang studieren, bis ihr das kennt. Am besten ihr kommt immer um 1:00, 2:00 an der Eiermarkt. Da treffe. Da hat er sein Laboratorium aufgebaut. Ja. Und dann kennt er das ihn. Da heilt er alle Krankheiten und zaubere tut er vielleicht auch noch dann, gell? Ja. Gutes Kindchen, gell? Der, von dem du da sprichst, das ist ganz gewiss ein Scharlatan und Aufschneider. Wir beide dagegen, wir halten es mit der Wahrheit und sind stets bemüht, der Wahrheit und Wissenschaft bis tief auf den Grund zu gehen. Und das können wir sogar mit Musik. Du, ich glaube nicht, dass die Damen dafür Zeit und Sinn haben. Doch, ja. Wir halten sie doch nur von der Arbeit ab. Nein. Und außerdem, wir müssen doch auch weiter. Oh. Ach, ihr Lieben, wie sagten schon die alten Römer, Wein, Weib und Gesang vergolden unser Leben. Oh, vergolde, hat er eben gesagt. Vergolde unser Leben. Ja. Ah, ich falle ja in Ohnmacht. Oh. Fass dich, reiß dich zusammen und denk an deine Kinder. Ja. Guck mal, wie die zwei jungen Dinger schon die Ohren spitzen. Ja, Gott, genau. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn mein Kommilitone jetzt anfängt zu singen, dass du zumindest die
jungen Göhren nimmst und sie wegbringst. Jo, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Auf, weg. Das ist nichts für euch. Ja. Da seid ihr zu jung. Halt. Schönes Kind. Jetzt lass dich doch nicht von den Worten meines Kommilitonen verunsichern. Er ist halt nur ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Habt Vertrauen zu uns. Wir beide studieren die Artes Liberales, die sieben freien Künste. Und wir kommen geradenwegs aus Paris. Ach, aus dem Paradies kommt ihr. Aus dem Paradies. Unglaublich. Unglaublich. Da müssen wir ja den Pastor holen. Ja. Und vielleicht die Glocke stören. Ja. Und den Magistrat. Ja. Und den Bürgermeister. Ja. Und hierher kommen, hierher. Ja. An der Ellerbach. Aber, meine wackeren Wäscherinnen. Woher die Aufregung? Woher? Oh, mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ihr kommt aus dem Paradies, aus dem Himmel direkt. Und ich und mein Schaf gewohnt da. Ach Gott, und ich hab gar keine Strümpfen. Das macht leichter. Nein, okay. Meine Damen. Wir kommen nicht aus dem Paradies. Nein, wir kommen aus Paris. Dieser weltbekannten großen Stadt an der Seine. Nicht aus dem Paradies, nein, aus Paris. Genau, da kommen wir her. Und Paris, das weiß Gott nicht, das Paradies, weiß Gott nicht. Sondern was dann? Sodom und Gomorra? Babylon vielleicht? Ach Gott, heilig Hildegard, steh mir bei. Naja, so ein klein wenig. Babylon ist es schon, ja. Aha. Oh. Ja. Dann alle hopp, die heraus, Paris. Wir haben schon Herzklopfen und Miete. Das Neueste von dieser großen, weiten Welt. Alle hopp. Also gut. Gut, komm. Meine Damen. Schöne Frauen. Liebhaberinnen. Lasterluder. Mein Kumpan und ich sind gekommen, um euch etwas zu bieten aus den lasterhaften Liedern. Den Lasterliedern des François. Des François Villon aus Groß-Paris. Jetzt geht's los. Bruno, leg los. Oh, anfange. Ja, los. Wir bitten um Aufmerksamkeit für eine Rezitation, die sich gewaschen hat. Spitzt eure Ohren und seid auf alles gefasst. Denn wir bitten nun unsere Übersetzung von die Ballade, von die Armen und den Reichen. Als Lazarus einst in der Asche hocken muss, den Leib von Eiter schweren ganz entstellt. Wer von den Nachbarsleuten wusst, was Elend heißt? Sie lebten nur dem Geld und rührten keinen Finger für die Armen. Sie sagten, wen Gott straft mit harter Hand, dem darf kein Christ sein Mitleid schenken und erbarmen. Sonst macht der Mann Geschäfte mit dem Höllenbrand. Hört nun den Refrain, den Kecken. Allüberall, wo sich die Menschen drängen,
Denn wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Sünderpack. Halt und noch einmal halt. Oh, rufe ich im Namen des Herrn und aller Heiligen auf diese Vorhölle, auf Babel. Seid ihr vermaledeiten Weibbilder vom Teufel besessen und sind eure Einpeitscher direkt aus dem Sündenpfuhl gestiegen. Nee, nee. Aus dem Sündepool kommen die nicht. Die kommen aus Paris. Genau. Ja, genau. Das ist ja noch viel schlimmer. Sodom und Gomorra über euch. Ihr Diener des Mammons, des Teuflischen und des Fleischlichen. Paris, Paris. Das, die Vorhölle. Jetzt immer langsam. Sie rette hier vom Fleischlichen. Vom Fleischlichen. Haben Simon unser Sub geguckt? Ja. 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 Ist da was Fleischliches drin, so finde? Nee. Noch nicht im Schwarz. Nee. Gar nichts. Ihr Brettisch tricht sich, glaube ich, gehe die falsche Leid. Ja. Sie sollte lieber mal ihr Geistliches auf die Kutteträcher aus ihrem Kloster werfen, anstatt uns arme Weibstadt in die Suppe zu spucken. Ja. Was erlaubt sich diese Kreatur, dieses Weibbild? Schaue sie einmal in die Heilige Schrift. Ach, was rede ich? Schlafe sie nicht immer im Gottesdienst ein. Dann würde sie klarer sehen. Klarer. Ach, guter Mann. Lese kann doch unser ins gar nicht. Und das klarer, das hat sich doch beim Danzen auf dem Kreuznacher Jahrmarkt der Fuß verstaucht. Genau. Der linke. Ja. Und das leid jetzt im Spital. Lass mich doch mit diesem dummen Gerede den zufrieden mit deiner Clara. Das hat doch der Diabolus, der Höllische, seine Finger mit im Spiel, der Durcheinanderwerfer, der Faustische. Das ist doch, die Clara, die hat doch eine Botschaft mit dem Teufel, eine Wildverwegene. Botschaft, ich hätte immer nur Botschaft. Unser Clara im Leben nicht. Im Leben nicht. Das ist doch, was gibt mich da eine Clara an? Mit dem Hinkefuß da, dem Rechte. Jetzt schlägt es wirklich 13. Es schlägt wirklich 13. Nee. 13 schlägt. Nee. Dem Linke habe ich gesagt. Und es Höllefeuer, wenn es klare Ahnung brauche. Höchstens so Salvekur mit der Heilig Salb, wie sie der Dr. Faust dabei aufdreht. Auf die Nackisch. Auf die Nackisch Haut. Nackisch Haut. Jetzt schlägt es 13. Es schlägt ja wirklich 13. Nee. 13 schlägt. Nee, es hat erst 12 geschlagen. Oh, heilige Einfalt, hab ein Erbarmen mit diesen Weibsbildern, mit diesem Teufelsbraten. Oh Gott. Was steht ihr da wie die Ölgötzen? Und haltet Maul auf den Pfeil. Es gibt hier noch genug schmutzige Wäsche zu waschen, all hier in Kreuznach. Ja, und? Der Sumpf muss ausgetrocknet werden, der Faustische. Ausgetrocknet. Ausgetrocknet. Wie soll das gehen? Was sollen wir denn unser Wäsch für die feine Leid und für die wenige feine Leid wäschen? In deinem Namen. Es hat überhaupt keinen Zweck. Ach, nein. 3 Kreuze im Wappen. Aber keine Frömmigkeit, keine Achtung. Das ist unglaublich. Der Weltuntergang. Die Leute sind gut. All hier in Kreuznach. Schnell. Komm, Gewitter. Geht schnell heim. Aber flott. Schnell, gleich kommt's.
Das ging ja wohl reichlich schief, Bruder Hans. Da sind wir gerade mal 2 Stunden von unserem Kloster weg. Und dann das. Ja. Wir haben ja auch einen windigen Auftrag von unserem neuen Abt, der wohl ein rechter Windbeutel ist. Ja, aber noch 1000-mal besser als dieser selbstsüchtige Trithemius, der nur seine Bücher im Kopf hatte und uns dafür hungern und schuften ließ. Du, das war der schönste Tag meines Lebens, als wir den mit dem Konvent endlich abgewählt hatten. Leise, leise. Vorsichtig ist die Mutter der Bücherkiste. Ich habe das Gefühl, dass ein Geist noch über uns schwebt. Hast du die 2 Bettelmönche gesehen? Ich glaube, einer von beiden, das war... War der Trithemius? Ja. Ach so. Deshalb wolltest du vorhin so schnell dort weg. Nee. Also, ich glaube, du solltest endlich mal aufhören, überall Geister zu hören und zu sehen. Der Trithemius, der hockt doch schon lange in seinem neuen Kloster in Würzburg, 2 Tagesreisen von hier entfernt. Und du, da kann der von mir aus seine Mönche drangsalieren, wie er will. Gott sei's gelobt, sag ich dir, Gott sei's gelobt. Ach, dass wir den endlich abgewählt haben. Lass Gott aus dem Spiel. Du weißt nicht, wie er einst darüber richten wird. Wir haben ja auch ganz schön Druck von oben bekommen, dass wir ihn verjagen. Wegen schwarzer Magie. Trithemius. Nein. Man kann sagen über ihn, was man will, aber er war immer ein Mann Gottes. Nee. Also in erster Linie war er wohl mal ein Mann der Bücher. Und das, was diese schwarze Magie anbetrifft, ja, haben wir etwa all diese teuren Folianten, diese Schweinslederschwarten, all diese Geheimschriften, die wir nie auch nur zu Gesicht bekommen haben, haben wir die etwa angekauft? Nee, aber in Sponheim hat es doch an allem gefehlt. Es gab kein Fleisch, kein Wein, keine Gerste aus dem Hunsrück, kein Hopfen zum Bierbrauen. Ja Mensch, wie soll man denn da als Mönch fromm bleiben? Sollten wir vielleicht unsere Exerzitien und das Vaterunser mit trockener Kehle sprechen? Aber der Trithemius, der ist überall hingereist, sogar bis nach Prag und nach Heidelberg, nur um all diese Schwarten hier nach Sponheim zu spedieren und nur um seinem Wunschgedanken hinterher zu jagen, die größte Bibliothek nördlich der Alpen zu besitzen. Und wir Hornochsen, wir haben dafür gehungert und geschuftet. Du, wenn ich daran denke, könnte ich jetzt noch heulen. Heulen könnte ich, sage ich dir. Ja, deshalb lass uns jetzt unsere Bücher verkaufen. Und wenn wir sie hier nicht loswerden, dann gehen wir halt nach Westen, nach St. Anual, Mettlach. Dort wird unsere Ware gesucht. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir vielleicht nach Paris. Paris. Jetzt bist du völlig durchgeknallt, wa? Nee, du, also Paris. Wir 2 armen Wichte sollen zu Fuß nach Paris. Nee. Das kannst du vielleicht wie vorhin den Waschweibern oder Kalkbrennern oder Steinbrechern erzählen und dich über diese armen, armen Kreaturen lustig machen, aber Geld für Bücher wirst du da auch nicht kriegen. Ja, aber bei den Waschweibern schon gar nicht. Du siehst doch, wie ärmlich das Volk dahin vegetiert. Nichts als Erbsen, Cruciferia, nichts als Erbsen. Und trotzdem haben sie gelacht über unser erbärmliches Theater. Ja. Wer es lang hat, nach Villon. Ja, lachen konnten sie, die armen Weiblein. Ja. Lachen konnten sie. Aber was sag ich, arme Weiblein? Du, da waren noch ganz schön kecke Mägdelein dabei. Hast du zum Beispiel die Kleine mit dem braunen Wams gesehen? Du, die hat ja ein paar süße. Füßchen gehabt.
Weißt du noch, wie die hieß? Ach, ich weiß es nicht. Lieschen oder Gretchen. Ach, ich will fragen. Es auch gar nicht wissen. Was kümmern uns ihre schönen Füßchen? Wir müssen sehen, dass wir die wahre Literatur loswerden. Sonst wird an Ostern in Sponheim immer noch gefastet. Oh, Fasten, Fasten, Fasten. Wie ich diese mönchische Unart liebe. Ja, ich auch. Oh, ey. Dabei habe ich genauso gern wie unser, genauso wenig gern wie unser lieber Freund Vion Luft im Darm. Aber dafür habe ich immer noch einen Trumpf im Ärmel. Ja. Den zeige ich dir jetzt, los, komm mit. Ja, wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Ich muss schon mal kratzen. Ach, Bruder, diese Waschweiber. Immer auf der Suche nach der fleischlichen Lust, gottlos und ungebildet. Und ihre Männer sind noch schlimmer. Aber Bruder, bedenk doch, dass es ohne diese fleischliche Lust womöglich gar keine Menschen mehr gäbe. Und wenn der liebe Gott es nicht so gewollt hätte, hätte er es anders bestimmt. Ach Quatsch, dummes Zeug. Gott hat den Zeugungsakt nicht geschaffen, damit wir in ihm uns der fleischlichen Lust hingeben, nein, sondern sie in ihm überwinden. Und deshalb hat Gott davor auch das heilige Sakrament gesetzt vor den Zeugungsakt. Und die höchste Form der Demut besteht darin, so wie du und ich, uns dem Gebet und dem Studium der Heiligen Schriften hinzugeben. Ja, aber diese armen Menschen können ja noch nicht lesen und schreiben. Wie sollen sie sich da den Heiligen Schriften hingeben? Aber wenn man es ihnen vielleicht beibringen würde... Ach, du reine Zeitverschwendung! Erstens sind sie viel zu dumm. Zweitens kämen sie nur auf dumme Gedanken. Und zum Dritten, du glaubst doch nicht, dass sie, wenn sie lesen könnten, die Bibel lesen würden und heilige Schriften. Aufgepasst, ihr lieben Leute, macht eure Augen und Ohren auf. Kommt herbei und schaut auf den größten Medikus unserer Tage, der alle Krankheiten heilen kann. Den kühnsten Wahrsager, der euch aus den Sternen, dem Wasser oder dem Feuer eure Zukunft prophezeien kann. Auf den Gelehrten, der in allen großen Universitäten dieser Welt studiert hat und alle wichtigen Schriften der Vergangenheit und Gegenwart gelesen hat. Schaut auf den Magier, der mit den Seelen eurer geliebten Verstorbenen Kontakt aufnehmen kann. Schaut auf Dr. Faustus, den euer geliebter Landesherr Franz von Sickingen zum Leiter der hiesigen Lateinschule berufen hat. Auf das Kreuz der Rheins die größten und klügsten Gelehrten, die besten Ärzte, Alchemisten und Astrologen unserer Zeit hervorbringen wird. Heute
Und nur heute bietet sich die einmalige Gelegenheit, sich von Magister Sabellicus Faustus, der schon gekrönte Häupter in ganz Europa und die höchsten kirchlichen Würdenträger, Bischöfe, Kardinäle und Päpste behandelt hat, heute bietet sich euch die Gelegenheit, sich von Dr. Faustus persönlich behandeln und kurieren zu lassen. Darüber hinaus ist er der geschickteste Chirurg, den die Welt je gesehen hat. Ja, aber wenn der schon Päpste behandelt hat, warum gibt der sich dann mit uns arme Leid ab? Also doch irgendwas stimmt doch nicht, was ihr uns da erzählt. Schaut mich an. Sehe ich aus wie jemand, aus dessen Mund etwas anderes als die Wahrheit strömen kann? Magister Sabellicus Faustus ist zweifellos der gelehrteste Geist und größte Medikus unserer Tage, aber er stammt aus einfachen Verhältnissen. Ach. Er kennt die Armut und das Elend genau wie ihr. Ach. Und wenn er auch schon an den Höfen von Königen und Kardinälen seine medizinische Kunst angewandt hat, so ist sein Herz dann noch immer beim einfachen Volk. Und deshalb wird er heute für Untersuchungen und Medizin nicht, wie er es gewohnt ist, einen Gulden verlangen. Nein, er wird auch keinen Taler dafür nehmen, nicht mal einen halben. Stattdessen wird er alle Krankheiten, und ich sage ganz ausdrücklich, alle Krankheiten, für lächerliche 20 Kreuzer behandeln. 20 Kreuzer? Ja, wer macht denn sowas? Das ist bestimmt ein Betrüger. Bestimmt. 20 Kreuze. 20 Kreuze? Das klappt. Na, wie war ich? Das nächste Mal nicht so übertreiben. Das ist nicht einer unserer üblichen Jahrmarktsauftritte hier. Man hat mich als Leiter an die Lateinschule berufen. Die Leute, die müssen mich hier für seriös und gediegen halten. Verstehst du? Seriös und gediegen. Ach. Hast du gesehen, was der Helmstedter für ein Scharlatan ist? Ja. Es wird Zeit, dass ihm jemand das Handwerk legt. Ich habe auch schon einen Plan. Ich kenne diesen Faustus, wie sich dieser Betrüger ja selber nennt, aus seiner Zeit in Sponheim nur allzu gut. Er, der sich selber für den größten und klügsten hält, er wird an seinem eigenen Verstand zweifeln. Aber ihr wollt ihn doch nicht etwa mit schwarzer Magie versaubern. Ach, was dummes Zeug. Ein aufrechter Gottesmann beschäftigt sich nicht mit schwarzer Magie. Etwas mit Weißer. Dann noch nur zur Ehre und zur Achtung des Herrn. Das ist meine Tante Marthe, die an anderen Tag immer zum Jut geht. Aber heute Morgen waren die Ohrenschmerzen gar zu schlimm. So, Schmerzen hat also die gute Marthe. Und wie äußert sich das? Wo fehlt's der Tante? Ach, Herr Doktor, es Alter. Es ist Alter, Herr Doktor. Ja, Altern ist halt nichts für Feiglinge. Tantje, der Doktor will doch wissen, wie es da geht. Verzähl's ihm doch. Ach,
Also gut ziehen und gut riechen. Du, ich nicht. Aber schlecht heere, du, ich gut. Haben Sie mich verstanden, Herr Doktor? Nicht so richtig, aber Ihre Begleitung kann es mir ja erklären. So ist er halt, meine Tante. Vergelt's Gott. Aber sie braucht ja nur ihre Tropfe. Gehe des Ohres sause, was immer am Morgen so schlimm ist. Tropfen gegen das Ohrensausen. Ja, habt ihr denn dabei, was das Tantchen sonst so nimmt? Tropfen. Ja. Aber nur ein kleiner Rest. Und das soll gegen das Ohrensausen helfen? Das hilft bestimmt nicht. Da kann man nur hoffen, dass es nicht geschadet hat. Gebt mir mal euer linkes Handgelenk. Euer linkes Handgelenk. Oh, Entschuldigung. Tantje, du sollst um dein Handgelenk geben. Das linke, bitte. Und jetzt streckt mal die Zunge raus. Also, was ihr da genommen habt, braucht ihr nicht weiternehmen. Ich werde euch einige Kräuter mischen. Die gießt ihr dann mit heißem Wasser auf und dann trinkt ihr jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Tasse. Das hilft gegen das Ohrensausen. Und wann darf ich die Medizin, die Wundermedizin abholen? Morgen. Ja, gleich morgen. Morgen. Aber morgen ist ja Sonntag und Gottesdienst. Tja. Menschendienst? Ist auch Gottesdienst. Das also? Hört sich ein wenig nach Freigeisterei an. Aber nein, er nenne mir einen anderen Zeitpunkt. Na gut. Wenn ihr morgen spät am Abend kommt, dann werde ich das Tränklein gemischt haben. Gut. Wo ist denn die Tante? Oh, die hat sich bestimmt wieder verlaufen. Tante, wo bist du denn? Das junge Tante. Herz soll hüpfen. Immer zu. Mein Mann, was führt euch zu mir? Trithemius, Gott, ihr seid hier. Seid ihr nicht mehr in Würzburg, in eurem Schottenkloster? Das war ja wohl euer Plan, mich in die Verbannung zu schicken. Aber ich bin gekommen, euch zu warnen, eindringlich zu warnen. Wovor wollt ihr mich warnen? Ich glaube, ich kann meine Geschäfte ganz gut ohne euch erledigen. Ihr habt diesen
Faustus zum Leiter der Lateinschule ernannt. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Ihr solltet euch besser um euer Kloster kümmern, sonst wird euch der Konvent wieder einmal abwählen. Wie damals, in Sponheim. Dieser Faust ist ein Scharlatan und Betrüger. So, so. Man sagt, er betreibe schwarze Magie. Das Gleiche hat man über euch gesagt. Aber ihr wisst ja, was von solchen Gerüchten zu halten ist. Er treibt Unzucht mit den Knaben in deiner Lateinschule. Böse Zungen behaupten sogar auch Mönche und sogar Sponheimer Mönche und Priester würden bisweilen den Verlockungen glatter Knabenkindern verfallen. Aber wir beide wissen ja, was von solcherlei Verleumdungen zu halten ist. Über Faust ist mir derartiges nicht bekannt. Ja. Ich möchte euch nur eindringlich warnen. Auch der beliebteste Landesvater kann zuweilen bei seinem Volk in Verruf geraten. Und das, lieber Sickingen, wollt ihr doch sicherlich nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr jetzt geht. Ihr habt sicher genug damit zu tun, euer Schottenkloster in Würzburg in Ordnung zu halten. Hinweg mit euch. Ein guter Tag wurde mir heute geschenkt. Mir sind die Geister der Wissenschaft und der Magie erschienen und beide haben sich erbotig gezeigt, mir Wege aufzuzeigen, die Welt ein Stück weit besser zu verstehen, in sie einzudringen, in die diesseitige und in die jenseitige Welt. Die heutige Zeit erfordert neue Herausforderungen. Die Welt ist nicht mehr flach wie ein gehobelt Brett, von dem man runterfallen kann ins Feuer der Hölle. Kühne Seefahrer haben sie umrundet und ihre Kugelgestalt glanzvoll bestätigt. Gold und Silber wird man wohl finden am anderen Ende des Ozeans. Aber im gierigen Rennen um die Schätze werden die Schatzgräber leer ausgehen. Die Mächtigen der Welt werden die Schätze an sich reißen und Kaiser, Könige und Päpste werden sie in ihren Schatzkammern verschwinden lassen. Kein einfacher Mann wird je ein bisschen Materia prima in seinen Händen halten. Kein kleines Klümpchen Gold wird er seiner Geliebten schenken können, um ihre Augen zum Glänzen zu bringen. Es sei denn, man schlägt der Natur oder dem Schöpfer ein wissenschaftliches Schnippchen und macht sich selbst zum Schöpfer und versteht es, Gold zu machen. Aber was helfen diese Grübeleien? Wie heißt es doch in diesem schönsten Märchenbuch aller Märchenbücher, der Bibel? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da sollte das Göttliche herausgestrichen werden und ersetzt werden durch das stolze, männliche Wort. Am Anfang war die Tat. Jetzt bräuchte man noch eine Art Weltformel, damit vielleicht in diesem Bogen aus Licht Blei zu Gold wird.
bräuchte man noch eine Art Flüssigkeit zum Abschrecken. Aber derer Flüssigkeiten gibt es viele. Wein, Bier, Milch. Gar Muttermilch ist schon ausprobiert worden. Alles vergeblich. Und wie wäre es mit Blut? Oder gar mit Urin? Genau, mit Urin, mit Männerpisse. Das ist der Saft, in dem der Körper all jene Säfte zusammenführt, die er nicht gebrauchen kann, weil die Natur für sie etwas anderes bestimmt hat. Ha, was dem Manne dient zum Seichen, damit schafft er nicht nur seinesgleichen, sondern auch Gold. Auf, Fauste! Dein Mädchen soll das erste kleine Klümpchen zum Geschenk haben. Meine Gedanken scheinen mir da einen üblen Streich zu spielen. Pilsenkraut, Stechapfel, Tollkirsche, getrocknete Fliegenpilze, alles noch an seinem Platz. Faust, Dr. Faustus, Magister Sabellicus Georgius Faustus Junior. Oder soll ich dich lieber Georg Helmstetter nennen? Du Scharlatan, du Betrüger, du Halum! Nie wieder Tollkirsche, nie wieder Stechapfel, nie wieder Fliegenpilze. Ich sehe Wahngebilde. Wahngebilde, ich bin kein Wahngebilde. Ich bin auch kein Produkt deiner überspannten Fantasie oder deiner fiebrigen Nerven. Ich, mein lieber Fauste, bin so real wie die Hölle, aus der ich gekommen bin. Hölle? All die Lügen der heiligen Mutter Kirche? Nein, nein, nein. Du bist ein Produkt meiner überspannten Nerven. Ich hab im Labor giftige Dämpfe eingeatmet. Ich muss an die frische Luft. Du glaubst, du kannst Gold machen, du Wicht. Aber was du siehst und was du hörst, das glaubst du nicht. Dann beweise mir doch, dass du kein Produkt meiner Fantasie bist. Zeige mir zum Beispiel... Oh, so spät abends noch Besuch? Fauste, Fauste, das wird etwas höchst Amoröses sein. Aber keine Sorge, mein Lieber, ich komme wieder. Was guckst du mich so an, als wäre ich der Leibhaftige? Ich hatte gerade nicht mit dir gerechnet. Du hast nicht mit mir gerechnet. Aber es war doch ausgemacht, dass ich komme und die Medizin für meine Tante abhole. Ist sie denn schon fertig? Aber ja, natürlich. Feinste Kräuter und nach meinem ganz persönlichen Geheimrezept zusammengebraut. Das wird dem Tantchen schnell helfen. Was ist denn das? Sowas.
habe ich ja noch nie gesehen. Ist das so eine Art heiliges Feuer? Nein, nein, das ist kein heiliges Feuer. Ah, ist das etwa das Höllefeuer? Nein, das geht alles mit ganz realen Dingen zu. Wir werden noch viele Dinge entdecken und Erscheinungen erklären können, wenn wir erst einmal die Gesetze der Natur besser verstehen. Und du kennst die Gesetze der Natur? Nun, ich verstehe schon so einiges davon, gemessen an dem, was andere Gelehrte so von sich behaupten. Aber ich weiß auch, wie wenig ich weiß angesichts dessen, was es noch zu erforschen gibt. Doch wer strebend sich bemüht, der wird der Natur noch so manches Geheimnis entreißen können. Wie zum Beispiel das hier, von dem du denkst, es wäre ein Höllenfeuer. Ich weiß zwar auch nicht, wie es mir gelungen ist, aber ich werde dem Geheimnis durch Probieren und Forschen noch auf den Grund gehen. Das klingt ungeheuer interessant und aufregend. Ich würde ja auch gern forschen und experimentieren. Aber ich bin ja nur eine arme Frau und eine Waschweib dazu und ich kann mir ja nicht im Monat die Lateinschule leisten. Aber du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Nun, leider ist es so, dass gerade die Kirche das Forschen weniger fördert. Sie würde den Menschen ja am liebsten das Denken ganz verbieten. Wie sprichst denn du über die heilige Kirche? Bist du etwa doch mit dem Besen, mit dem Bösen im Bunde? Nein, ich will dir etwas zeigen. Das hier, das ist ein Horoskop, das ich für Franz von Sickingen erstellt habe. Für unsere Landesherren? Ja, für den Landesherrn. Ich habe dazu einen halben Nachmittag gebraucht. Andere große Philosophen würden dafür mehrere Tage brauchen, wie zum Beispiel Virdung in Heidelberg. Und warum bist du so schnell? Du wirst doch nicht etwa betrügen. Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen, aber du darfst mit niemandem darüber sprechen. Ich kann Horoskope so schnell erstellen, weil ich... dieses kleine Büchlein gelesen habe. Das hat ein gewisser Aristarch von Samos vor fast 2000 Jahren geschrieben. Und darin erklärt er, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Und wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann werden Berechnungen wie gerade diese Horoskope oder komplizierteste astrologische Berechnungen beinahe kinderleicht. Aber das widerspricht doch alle Lehre von der Heiligen Kirche. Jawohl, du sagst es. Und woher hast du das Buch? Das wirst du mir nie glauben. Ich habe es aus einem Kloster. Du in einem Kloster. Ja, ich in einem Kloster, sogar ganz hier in der Nähe, in Sponheim. Aber ich muss zugeben, es war natürlich nicht meine gottesfürchtige Denkungsart, die mich ins Kloster gebracht hat, sondern? Ja, bis vor 2 Jahren hat das Kloster ein gewisser Abt Johannes Trithemius geleitet. Und dieser Abt hat dort eine gigantische Büchersammlung aufgebaut von nahezu 2000 Büchern aus allen Bereichen der Wissenschaft und der Philosophie. Und man erzählte sich, da wären auch so manche geheime Schriften darunter, die vielleicht nicht so ganz mit dem Glauben der Kirche konform gingen. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und so bin ich für eine Weile Mönch geworden. Und das Buch da, das ist eines von den geheime verbotene Schriften von dem, wie hieß der noch einmal?
Aristarch von Samos. Und du? Du hast gestohlen? Nein, gestohlen würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe es mir aus seiner Giftkammer ausgeliehen, als er einmal wieder auf Reisen war. Er war ständig unterwegs, er war ja ein besessener Büchersammler. Und immer, wenn er unterwegs war, da wurde es im Kloster so richtig gemütlich. Da fanden sich immer ein paar Fässer Wein oder Bier im Keller. Und bei so einer Gelegenheit hatte ich dann auch mal etwas viel getrunken und habe dann den Mönchen von unseren Experimenten erzählt. Experimente? Was denn für Experimente? Ja, der abtraute mir irgendwie mehr als seinen anderen Mönchen. Wahrscheinlich spürte er, dass wir beide den gleichen Neugierde besitzen. Und er dachte ja, als frommer Mann wäre sowieso alles durch die Kirche gedeckt. Aber trotzdem fand es im Geheimen statt. Nun sag schon, was waren das für Experimente? Trithemius war davon überzeugt, dass man Gedanken übertragen kann. Was soll ich sagen? Das hat er mit mir ausprobiert, weil er es von seinen Mönchen geheim halten wollte. Aber oft hat es nicht funktioniert. Doch manchmal schon. Ich glaube, er war auf einem guten Weg. Und was ist daraus geworden? Ja, wie ich schon sagte, als er einmal nicht da war, hatten wir ein vorzügliches Gelage. Und da habe ich den Mönchen von diesen Experimenten erzählt. Und die haben das sofort zum Anlass genommen, beim nächsten Konvent in dem hohen Bogen aus dem Kloster zu schmeißen. Wollten ihn sowieso schon die ganze Zeit loswerden. Ja, das war dann auch das Ende unserer Experimente und auch ich musste Sponheim schnellstens verlassen. Das hört sich alles so fremd und so bedrohlich an. Aber irgendwie auch so interessant und aufregend. Ich würde ja auch gern mehr von der geheime Welt der Wissenschaft kennenlernen und von der Magie. Lass mich dein Lehrer sein. Mein Lehrer sein. Aber ich bin doch nur arm Waschweib vom Ellerbach und ich kann mir doch der große Dr. Faustus als Lehrer gar nicht leisten. Aber du gefällst mir mit deinen Fragen und auch wie ich stammst du aus ärmlichen Verhältnissen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man nicht hochwohlgeboren auf diese Welt kommt. Aber man kann dem entfliehen, dem Hunger und der Armut, indem man seinen eigenen Kopf benutzt. Das kann ich dir zeigen. Für noch ein paar Küsse mehr. Ein anderes Schulgeld kann ich mir wohl kaum leisten. Aber dem richtigen Lehrer, dem zahle ich das gern. Aber ich glaube, das muss ich mir noch mal überlegen. Lass mich dich begleiten, dann musst du nicht so alleine durch die Dunkelheit. Ich komme ganz gut allein zurecht. Ich fürchte mich nicht im Dunkeln. Junge Dame, darf ich es wagen, ihr mein Geleit anzutragen? Gut, dann lass uns gehen.
Kinder zum Erwachen. Langweilig ist gar kein Ausdruck. Oh Mann. Oh, schade. Die Waschweiber sind gar nicht mehr da. Waschweiber, wie vulgär. Du hättest wenigstens die Minute verwenden können. Waschweibchen oder gar Waschweiblein. Das klingt doch viel schöner. Und vergiss nicht, dass unter dem Völkchen hier im Ellerbach auch einige ganz tralle, aparte, junge Mäcklein sind. Mäcklein? Mäcklein? Was für ein schöner Name. So poetisch. So, als hätte es dieser römische Dingsbums da aufgeschrieben. Ja, wie war doch der Satz? Vivabus mea lesbia. Und dann ging es auch gleich in die Vollen. Und unser Magister uns strengstens verboten, da irgendwas aufzuschreiben von diesem Liebesgesäuse. Ja, und gedroht ist dem Rektor diesen Schwarzkittel zu melden oder dem strengen Herrn Bürgermeister. Obwohl dieser Schlawiner doch jeden drei Mädchen hinterher schaut oder ihm schöne Augen macht. Ja, und dann hat er schelmisch gelacht und hat uns ermutigt, weiterzumachen bis zur Prima mit dem Kartull. Ja, da fällt mir doch der Satz ein, den uns neulich unser Magister Faust, dieser Schlitzohr, zu übersetzen aufgab. Es war ein Satz von... vom großen Cicero. Ich glaube, ich kriege noch zusammen. Ja. Epistula non erubescit. Ja, sowas. Ja. Und ich musste ihn übersetzen. Ja. Ein Brief, errötet nicht. Ja, und dann hat er in die Hände geklatscht vor Vergnügen. Halt, ihr lockere Bube, ihr Besenwichte. Was treibt ihr denn doch für Unfug mit der Unerwisch von der Frau Burjameschterin? Das wird Folge für Eichhand und vor allem für mich. Ja, das erflattert doch so erotisch. Und dieser Wäschekorb, der stand hier am Ellerbach und hat sich gelangweilt. Ja, und wieso denn? Und das Leibchen auch und hat ganz erotisch geflattert. Ja. Und das Höschen auch. Und Höschen, hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Wieso denn für dich? Ihr habt gut rettet, ihr Dahinger. Wenn die sehen, der Besenjux irgendjemand beobachtet hat, da tut sich doch bald die Halbstadt des Mauls über zerreißen. Ach ja. Die Häuser ringsum, die haben doch überhaupt keine Augen. Und vor allem keine so schönen wie deine. Was nutzen mir meine schöne Augen? Wenn ich erst mal mit der Frau Burjameschterin hab. Hallo. Noch nicht. Unter den Häusern. Du. Geh weg da. Alles kann noch gut werden. Unser Jux hat sowieso noch keiner gesehen. Kommt, wir legen die Wäsche wieder zusammen. Wenn es sein muss. Ja. Nein, fein säuberlich. Stimmt. Unser Jux hat ja sowieso noch niemand gesehen. Aua! Spinnst du? Hey, ich bin noch nicht fertig. Ich staune, wie ihr die Wäsche zusammenlegen könnt. Und so akkurat. So. Donnerwetter. Lernt ihr das in der Lateinschule? Legt ihr dort die Wäsche lateinisch zusammen? Wir haben ja zu Hause auch Mütter, Tanten und Schwestern, denen wir auf die fleißigen Händchen gucken. Ja, und auf die Leibchen und auf die Höschen, die Großen und die Kleinen. Die Vergessenen und die Unvergessenen. Ihr haltet das Gretchen zum Beste, ihr Scherzbolde. Aber eins kann ich euch sagen, ihr müsst auf das Leben schauen. Da lernt ihr das meiste. Alle Achtung,
da habt ihr ja mal was richtig Ordentliches gelernt, was uns, unser Lateinmagister, ans Herz gelegt hat. Ja. Allerdings auf Latein. Ja, auf Latein. Ja. Genau. Wie heißt das denn, euer Magister? Psst. Komm, raus mit dem Spruch. Ja, das ist doch, nix, ihr nix. Wisst doch, wie euer Magister heißt. Auf, raus mit dem Spruch. Der Name ist doch kein Geheimnis. Die ganze Stadt, das heißt, die halbe Stadt spricht von diesem Georg Sabellicus Faust, von seiner hohen Gelehrsamkeit und von seinen kühnen Experimenten. Jo, den habe ich auch schon kennengelernt. Was? Der gibt sich auch mit sowas auch ab? Der rett auch mit Waschweiber vom Ellerbach. Das wollt ihr doch sagen, oder nicht? Ich hab das nicht so gemeint. Doch. Nein. Doch, genau so hast du das gemeint. Aber eins kann ich euch sagen. Euer Magister, der ist tausendmal klüger wie ihr. Ihr denkt wohl, ihr seid was Besseres, weil ihr von der Lateinschule kommt. Aber euer Magister weiß, dass jeder Mensch seinen Wert hat. Egal, woher er kommt. Ist ja gut. Und das muss erst noch in euer dickes Kopf mit hingehen. Und los, jetzt ab mit euch. Du schon wieder? Oh, na, etwas mehr Enthusiasmus bitte. Ich erscheine schließlich nicht jedem. Und warum dann ausgerechnet mir? Oh, Fauste, das fragst du? Na, da du nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubst, kannst du sie mir ja auch verkaufen. So der Preis, den ich dir biete, hoch genug ist. Du bist gekommen, um Geschäfte zu machen? Ja. Ach, ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass du ein Produkt meiner überspannten Nerven bist. Aber Geschäfte hat doch was sehr Reales. Auch wenn er nur um Seelen feilscht. Na, so langsam scheinen wir uns ja näher zu kommen, eine Basis zu finden, eine geschäftliche Basis. Du willst also meine Seele haben? Ja. Was willst du denn damit machen? Fauste, nachdem du 24 Jahre ein wundervolles Leben geführt hast, in dem ich dir jeden, aber auch jeden Wunsch erfüllen werde, nehme ich sie mit in die Hölle? Danke, Faust, natürlich. Das Wort für mir entfallen. Ich nehme sie also mit nach unten. So, so. Und die Hölle? Ist die auch so, wie man immer sagt? Es stinkt nach Pech und Schwefel und es ist unheimlich heiß und überhaupt. Ach, das wird doch von der hohen Geistlichkeit recht plakativ dargestellt. Die Hölle ist kein angenehmer Ort, aber man trifft dort eine ganze Menge interessanter Leute. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kannte da mal einen Abt, also da wird's mich nicht wundern, wenn ich den... Wir schweifen ab. Also, wo war ich? Ah, du, Georg Helmstetter, bist also bereit? Oder soll ich dich lieber Faust nennen, wie du dich ja inzwischen zu nennen pflegst? Bist also bereit, mit mir einen Handel abzuschließen? Da du ja sowieso nicht an den Himmel und an die Hölle glaubst, hast du ja eigentlich nichts zu verlieren. Bei dem Glauben an Gott, ja, das kann ich noch irgendwie verstehen. Das ist ja schon fast verzeihlich, aber beim Teufel, da müsste es schon ein bisschen was Handfesteres sein. Gib mir mal ein Zeichen deiner Macht und... Ja? Lasse aus dieser Mauer
edelsten Nahwein fließen. Bullenthaler, Kreuznacher, Monziger, Mandelein Niederhäuser. Guldenthaler, den trinke ich am liebsten und du kannst über meine Seele frei verfügen. Musst noch nicht mal eine Weinkönigin oben drauflegen. Guldenthaler, ja, ja, Guldenthaler, ist aus, leer, nichts da, weg, alles fort. Da willst du allmächtig sein und hast nicht mal Guldenthaler auf Lager. Aber Kröver Nacktarsch hat er doch sicher, oder Pissporter Goldtröpfchen. Flaschenweise, kistenweise, ich eile, ich hole, ich liefere. Aber der schmeckt mir nicht. Den kannst du allenfalls als Messwein nach Rom liefern. Also, Moment, es muss da nicht gerade Rom sein. Na gut. Ich werde dir eine einfachere Aufgabe stellen. Zeige mir die Möglichkeit, wie man Gold herstellt. Meine Seele gegen Gold. Oh, Fauste. Da ist doch meine teuflische Wenigkeit fast ein wenig unterfordert. Außerdem sehe ich doch, dass du mit deinem kleinen Experiment auf einem guten Weg bist. Da will ich ihm doch nicht den Triumph des Forschers rauben. Außerdem, weißt du, was das Gold wert ist? Weißt du, wie schwer es ist? Weißt du das? Nein, er schweigt. Ach, weich mir nicht aus. Moment, das hat Mephisto nicht nötig. Das hat Mephisto nicht. Seelenverkäufer findest du heute an jeder Straßenecke. Die Seele ist ein Produkt von Angebot und Nachfrage geworden. Seelenmerkantilismus, das nennt man diese Horse. Und außerdem bedenke er, wenn jeder Einfallspinsel Gold machen könnte, dann fällt der Preis ins Bodenlose und wird zu Fensterblei degradiert. Faust, möchtest du ein zweiter König Midas werden? Ich möchte ja nur ein ganz kleines Klüppchen für meine... Ach, das geht dich nichts an. Och, Faust, und sei doch nicht gleich beleidigt. So ist der Lauf der Welt. So ist der Lauf der Welt. Außerdem, mein Lieber, bedenke er, es kommt doch nicht darauf an, zu wissen, wie man Gold macht, sondern die Leute glauben zu lassen, man könne es. Das weiß doch jeder Schulmeister. Heiße Magister, heiße Faust sogar. Und zieh hier schon in Kreuz nach bald ein Jahr bergauf, bergab und quer und krumm. Meine Schüler an der Nase herum. So heißt es doch irgendwo. Irgendwie. Faust, diese Einsicht rührt selbst den Teufel. Also. Faust, jetzt entscheide dich. Was soll ich dir für den Preis deiner Seele bieten? Ein Krug Wein, der nie leer wird. Die Fähigkeit, nie trunken zu werden. Oder, Faust, wie wär's mit einem Hexenbesen, auf dem die Junghexen eingeritten werden? Auf dem Weg zum Hexensabbat, auf den Brocken, mit der alten Barbo oder der schönen Lilith. Ach, auf einem Schwein, auf einem Mutterschwein. Ach, übst dich in üblen Taschenspielertricks. Faust, wir werden uns schon einig werden. Pass mal auf, ich erfülle ja jeden Wunsch, jeden. Aber da gibt es eine kleine, aber entscheidende Formalität. Du musst mich anrufen, und zwar nach den dir wohlbekannten Formalitäten. Suche also diesen Platz auf, der dir bekannt ist, schaue in deinen Zauberbüchern nach und spreche die dir bekannten Zaubersprüche, und zwar pünktlich um Mitternacht. Erst dann können wir einen Vertrag abschließen, der vor dem Himmel und der Hölle Bestand hat. Und dann, lieber Faust,
Bin ich dir zu Diensten? Zu Diensten? Zu Diensten. Zu Diensten. Na gut, in Gott, in Teufelsnamen. In Teufelsnamen. In Teufelsnamen. In Teufelsnamen. Pass auf, hier werden wir schon erwartet. Und jetzt mach gefälligst mal ein fröhliches Gesicht. Hier wohnt nämlich ein Mann, der nicht nur gute Bücher liebt, sondern der auch mit manch gutem Tröpfchen handelt. Und, merke auf, ein hübsches Töchterlein sollte er auch haben. Ach, welch eine Freude! Da sind Sie ja, die Herren Kuteträger, die Studierte mit ihren Büchern, mit ihren Schätzen. Oh, was hast du doch gerade gesagt, Vater? Ein Schatz, aber die da unter dem Deck? Das interessiert mich. Finger weg von denen Dinge! Das ist nix für so kleine Mädchen wie dich, du. Ich bin kein klein Mädchen mehr. Das hat sogar neulich unser Pache gesagt. Ja, der muss so gerne unseren Boy trinkt. Der hat gesagt, ich kennt beim Krippenspiel im kommenden Jahr schon die Jungfrau Ma. Was ist denn eigentlich eine Jungfrau? Pappelapapp, das soll doch du vor denen heilige Herrn Karol spielen. Aber ich soll die Rolle spielen. Und das Kind in der Futterkrippe, das wäre dann meins. Jetzt ist aber Schluss daher. Wir wollen uns ja nicht streiten und vor allen Dingen nicht um die Jungfrau Maria. Das ist jetzt aber mein vorletztes Wort. Die Herren da, die sind doch gekommen ins Geschäft. Ja, da liegen Sie richtig, guter Mann. Ganz richtig. Ja, ja, genau. Kaufen und verkaufen, das war die Absprache. Ja, und an die wollen wir uns auch halten. Hier, lieber Herr, hier, das dürfte schon was für Sie sein. De viris illustribus Germaniae. Die großen Deutschen von Arminius. Aber interessant. Arminius. Das interessiert mich auch. Arminius. Also hieß doch unser Fassmacher, sei Elster, ein flotter Bub. Und nein, liebes Kindchen, der Arminius ist schon
ist schon lange tot. Aber da steht auch noch ganz viel von anderen großen Deutschen. Das nicht. Hier zum Beispiel. Hier haben wir noch was von anderen großen Deutschen. Zum Beispiel da, von Johannes Kepler zum Beispiel. Ist das die Menschlichkeit? Ja, das ist doch der Name von unserem Forstmeister aus Rockerhause. Der neilisch mit Ohrmschuss, zwar Rebeck mit Ohrm. Und einer wurde von mir beim offenen Feier gebrot und ein Festival. Und ich schon ein paar Schlückchen ein paar. Und mein Bruder, der wo schon in Kreuz nach auf einer Lateinschule ist, der hat uns die Geschichte von dem Alexander, dem Große, erzählt. Ja, der wo im Suff gestorben ist. Aber es war Kemoi von unserem Vater. Oh, mein Kind, jetzt verschluck dich nicht. Und sei ganz ruhig. Und lass uns mal nach den Büchern schauen, da Hanne. Dann hier zum Beispiel, hier in diesem Buch, da steht zum Beispiel auch noch viel, so, viel ärztliche Weisheit verzeichnet. Bis hin zum großen Paracelsus. Ist das nicht der Kerl, von dem uns neulich unser Pfarrer erzählt hat? Ja, der offene Wunde mit Kuhmist behandelt. So ein Schelm, mit Kuhmist. Das tät sich mein Mann nicht andrehen lassen. Nie und nimmer Kuhmist in unserer Hausapotheke. Hey, das hätte ja gerade noch gefehlt. Das gerade noch. Ja. Frau, beruhig dich doch. Ach ja. Bis jetzt haben wir noch gar nichts gekauft. Stimmt, ja. Aber hier, das wäre doch was. Die Re Metallica von dem berühmten Georg Agricola. Agricola. Immer diese Verbesserung. Das dürfte doch was für Sie als Winzer sein. Da geht es um Naturprodukte bis zum goldenen Wein. Angefangen vom Feingold zum Rheingold. Ja, ja, und vom Feingeist zum Weingeist. Ja. Na, das muss euch als Weinhändler doch aus der Seele sprechen, dieses ganz und gar weinselige Buch. Und dann auch noch in Schweinsleder gebunden. Schweinsleder von echten Hunsrücker Kräuterschweinen. Schweinsleder? Schweinsleder? Habe ich doch richtig gehört? Hoffentlich steht doch nicht da noch so ein Schweinskopf drin beim Heilig Hieronymus. Aber so ein bisschen Schweinekram, das wäre doch ganz lustig. Hältst du jetzt dein Ohr laut, Gustav? Warte, will ich von dir nicht mehr hören. Aber unser großer Bruder, der war schon in Kreuznach auf der Lateinschule ist, der hat mir gesteckt, dass da in Sponem im Kloster neulich ein Doktor oder sagt er sogar ein Magister aufgetaucht wäre. Der hat auf der Klostermauer einen richtigen Schweinegalopp mit dem Aschekreuz. Ja, davon haben wir doch auch gehört. Sogar den Namen haben sie genannt. Ach. Aber den habe ich leider vergessen. Aber wir wollen doch über die Preise sprechen, über die schönen, schlauen Bücher für meine Sammlung. Ach, auf dem Regal, zwischen den zwei Weinfässern. Schön stelle ich die mir vor. Und dir, Friedlinde, wird es bestimmt auch fallen. Oh ja, zwischen zwei Weinfässern macht sich das ganz gut. Vater? So, das gefällt mir. Anatomie des männlichen Körpers. Reich bebildert. Ach, das noch. Vater, so, das will ich haben. Das und nur das. Aber zuerst guck ich das und dann zeig ich es dem Pache. Ein Pache?
schon gar nicht. Oh, das hast du jetzt von deinen närrischen Bische. Und was war das? Anatomie? Oh. Und dann noch männliche? Liebfrau, beruhig dich doch. Irgendwann wird sie ja doch erfahren, dass der Herrgott zweierlei Menschen erschaffen hat. Und vielleicht weiß es dann auch noch zu schätzen. Ja, und jetzt wollen wir doch die Sache mal die Bücher bezahlen. Jetzt ist aber gut. Ja, ist gut. Ja. Und du, liebe Linde, du brauchst ja kein Anatomiebuch. Du hast ja mich. Stimmt, David. Ja. Aber die Glockrott, die kommt dir noch. Die hat's faustig hinter den Ohren. Ja. Was die mich nicht wundere, wenn die irgendwann einmal eine Weihkönigin wird. Oh. Eine Weihkönigin. Nur, da können wir lang träumen. Die kommen eh alle nur immer aus Guldetal. Mich würde ja schon mal interessieren, was es mit der Erscheinung von dem Mephisto auf sich hat. Also ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass er nur ein Produkt meiner Fantasie ist, aber er sagt doch so Sachen, die ich mir selber gar nicht ausdenken könnte. Und hier in den Büchern, da steht alles drin, wie man den Leibhaftigen anrufen kann, aber das ist doch alles Hokus Pokus. Das mag ich doch alles gar nicht glauben. Nein. Nein. Satan. Ich wollte dir nur mitteilen, dass deine Medizin der Tante schnell und gründlich geholfen hat. Ein wahres Wunder, so hat sie gemeint. Aber was ist denn los? Du siehst ja aus, als ob du eine Erscheinung gehabt hättest. Ich hatte eine Erscheinung. Echt? Und wer ist sie erschienen? Etwa der Erzengel Gabriel? Nein, eher das Gegenteil. Das Gegenteil? Es wäre doch wohl nicht der Leibhaftige gewesen. Oh, zumindest jemand, der vorgab, zu seinem Personal zu gehören. Und er hat mir ein Geschäft vorgeschlagen. Und du? Du bist da darauf eingegangen? Naja, nicht so recht. Du verhandelst mit dem Leibhaftigen über das Geschäft? Über das Geschäft? Das würden die Pfaffen am liebsten über mich verbreiten. Aber ich werde dir sagen, wie ich über die Sache denke. Gott und der Teufel ist eine Illusion, ist ein Hirngespinst. Und mit wem hast du jetzt über das Geschäft verhandelt? Lass mich das erklären. Der Mensch kam irgendwann auf die wahnwitzige Idee, die Welt erklären zu wollen. Ja, und weil dazu natürlich sein Verstand, seine Beharrlichkeit und auch der Fleiß nicht ausreichten, da erfand er Gott. Und dann war auf einmal alles ganz einfach. Der Schöpfer hat alles geschaffen, hat auf alles ein Auge und ist allmächtig. Und für die Bösen, die das nicht glauben wollen, da gibt es eine Hölle. Und wenn das noch nicht ausreicht, dann gibt es auch noch den Teufel. Weil mit dem Teufel kann man noch viel mehr Angst machen. Und Angst macht die Menschen gefügig. Ja, aber dann gibt es immer noch welche, die trotzdem selber denken wollen. Ja, für die haben dann die, für die Gott eine gute Sache war, da haben dann diese Gottes- und Glaubensprofiteure noch den Teufel gesetzt. Und das Mittel der Gewalt. Und damit ja keiner die falschen Fragen stellt und nach dem Sinn fragt.
Und was denkst du, ist der wahre Sinn des Lebens? Der wahre Sinn des Lebens? Ach, der wahre Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Das Leben ist der Sinn des Lebens. Das Leben zu genießen mit all seinen Genüssen, ohne Reue und so oft wie möglich und ohne Angst vor Strafen. Und das soll der einzigste Sinn des Lebens sein. Das ist ja erbärmlich. Ja, da hast du natürlich auch wieder ein Stück weit recht. Es gibt natürlich noch einen Sinn des Lebens. Und der ist der, das Leben zu umarmen und zu lieben mit all seiner Unbegreiflichkeit und versuchen, so viel wie möglich zu begreifen. Und trotzdem kann ich mir ein Leben ohne Glaube an eine höhere Macht nicht vorstellen. Das ist ganz einfach, wenn du es nur willst. Unter uns, da ist nicht die Hölle, sondern die Erde mit all ihren Geheimnissen und Schätzen. Und über uns, da ist nicht der Himmel, auf dem Engel auf Wolken sitzen und Harfe spielen. Da ist der Kosmos mit seiner unendlichen Weite und eine wahnsinnig große Zahl von Gestirnen, unerreichbar. Und die ziehen ihre Bahnen nach den Gesetzen der Natur. Du glaubst also, dass es gar keine richtige Wahrheit gibt? Sag an, was ist oder wie steht's mit der Wahrheit? Die Wahrheit, ich sage dir, da, wo die Wahrheit 1000 Jahre auf dem Thron saß, in Rom beim Papst, die Zeiten sind vorbei. Da sitzt jetzt der Zweifel auf dem Thron. Aber sprich mit niemandem darüber. Solche Dinge sind gefährlich, besonders für denjenigen, der sie äußert. Da kommt man schon mal leicht ins Gefängnis und sitzt bei Wasser und Brot und bei Dunkelheit. Und dazu ist das Leben doch viel zu schön. Und die Gedanken sind frei. Aber wenn du weißt, dass deine Gedanken wahr und richtig sind, dann musst du sie auch verbreiten. Ich habe mir in meinem Leben schon oft genug die Zunge verbrannt. Ich möchte nicht, dass man sie mir auch noch herausreißt. Aber wenn du die Wahrheit kennst, dann brauchst du keine Angst haben, sie in der Öffentlichkeit kundzutun. Vor allem in den Schulen, gerade in den Schulen. In den heutigen Zeiten ist es besser, die Wahrheit noch eine Weile unter dem Rock zu halten. Ich bin so mutig oder feige, je nachdem, wie es die Zeiten verlangen. Aber jetzt habe ich dir schon viel zu viel erzählt. Ich muss weg, ich habe noch eine dringende Verabredung. Mit wem hast du denn noch eine Verabredung? Ich habe ihn ja schon unheimlich lieb, der Faust. Aber ein merkwürdiger Kauz ist er ja schon auch. Du erzähl da mal was von Wahrheit und dass der Mensch den Teufel und den lieben Gott nur erfunden hat. Und dass es gar keine richtige Wahrheit gibt. Und dann muss er plötzlich auf so ein merkwürdiges Geheimnis treffen. Ich muss wissen, was da los ist. Auch wenn er am Schluss vielleicht bes auf mich ist, dass ich ihm nicht traue, Dad.
Fürst Pluto. Erscheine oder schicke deinen Diener, auf dass er mir magische Kräfte verleihe. Erscheine, erscheine, Höllenfürst. Na, da haben Sie den Beweis. Er steht mit dem Teufel im Bunde. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das also ist des Teufels Kern. Der schwarze Abt vom Ellerbach. Hätte ich mir ja denken können. Der schwarze Abt. Was? Was hat er da Sinistres zelebriert? Kann er sein Verhalten erklären? Ich fordere eine Aufklärung. Sofort. Erklärung. 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 Er betreibt schwarze Magie und ist mir als Teufel erschienen. Ich wollte der Sache eine wissenschaftliche Erklärung finden. Wissenschaftliche Erklärung. Er betreibt schwarze Magie. Und er steht mit dem Teufel im Bunde. Nein, er will sich an mir rächen, weil ich ihn aus Sponheim vertrieben habe. Moment. Er hat ihn aus Sponheim vertrieben? Es waren doch wohl eher seine Mönche, die ihn loswerden wollten, weil er die ganzen Einkünfte des Klosters in Büchern angelegt hat, obwohl seine Mönche weder zu brechen noch zu beißen hatten. Er wollte sich an mir rächen. Ich habe nämlich den Mönchen von seinen Experimenten erzählt. Und die hätten alles aufgedeckt. Dunkel, mein lieber Abt. Und woher konnte er überhaupt wissen, dass Faust hier sei? Oh, ja, woher? Oder hat ihn etwa der Teufel hierher geritten? Ich fordere eine Erklärung von euch. Oh. Erklärung! Erklärung! Ihr werdet doch diesem Betrüger und Quacksalber nicht mehr Glauben schenken als einem aufrechten und treuen Mann Gottes. Nein, niemand. Wollt ihr, dass dieser Mann sich euren Knaben an der Lateinschule unsittlich nähert? Nein! Wollt ihr, dass dieser Mann als Medikus eure Frauen obszön berührt? Nein! Wollt ihr das? Nein! 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 Bürgermeister! Wir können diesen Mann nicht länger in unserer Stadt dulden. Nein! Niemals! Er wird uns alle noch verhexen und unsere Kinder ins Verderben führen. Jawohl! Lieber Herr, er ist der Leibhaftige. Oh mein Gott! Der Antichrist! Unsere Reben werden verdorren am Rebstock. Unsere Brunnen und Gewässer von Ungeziefer verseuchen. Ja. Und Blut wird kübelweise vom Himmel regnen. Faust, so wie es im Schrift steht. Raus, ich hab's doch gleich geahnt, das mit dem angeblichen Wundermedikus und Wanderdoktor etwas nicht stimmt. Wir hätten ihn gleich aus der Stadt jagen sollen. Ja.
Oder noch besser, ab in den Kratzer, in den Kerker sperren, damit er anderswo nicht auch noch sein Unheil treibt. Ja, der Teufel soll er angerufen haben. Der Leibhaftige, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der tatsächlich kommen wäre. Ganz kreisnach wäre wahrscheinlich im Höllenschlund versunken, so wie ein Sodom und Gomorra. Oh. Was ist denn Sodom und Gomorra? Oh, mein gleich Gott, mein liebst, allerliebst. Das ist jetzt tatsächlich nichts für dich. Nein, wir können froh sein, hier, dass der wackere Didemius noch im letzten Moment versucht hat. Trithemius, ja genau. Wieso war der eigentlich da? Der ist doch schon lange in, wo ist der? In Würzburg ist er jetzt. Jo. Vielleicht wollte er noch mal in Sponheim nach seinen Büchern schauen. Jo. Aber da wäre er besser zu mir gekommen. Ich glaube, Faust will aus der Stadt fliehen. Wir müssen ihn aufhalten und zur Rechenschaft ziehen. Wer weiß, was er mit unseren Kindern in der Lateinschule alles angestellt hat. Ja, Bürgermeister, was soll man tun? Welche Beweise haben wir gegen ihn? Beweise? Ja. Beweise? Wir haben doch gesehen, dass er den Teufel angerufen hat. Beweise. Er ist ein Zauberer und Hexer. Und wenn wir ihn erst einmal im Kerker festgesetzt haben, dann wird auch alles gestehen. Das hat mir noch nie gefallen, dass Franz von Sickingen ihn gegen unser Votum zum Rektor der Lateinschule gemacht hat. Ja, dieser Herr von der Ebernburg, ja, der soll ja magischen Spielchen ja, und Späßchen recht aufgeschlossen sein. Unter anderem lässt er ja vor allem sein Unternehmung eifrig Horoskope legen. Ja. Aber auf mich hat er immer gewirkt wie ein Ehrenmann. Wie ein Ehrenmann, ja. Er ist einer von dieser alten Rittergarde. Und unsere heilige Kirche soll er auch schon verächtlich gemacht haben, ja. Da luttert doch was. Ja, was können wir tun? Wir werden erst einmal diesen lieben Dr. Faustus aufsuchen und festsetzen. Wenn aber das Volk in seinem Furor vorher noch etwas anderes mit ihm vorhat, was man schließlich verstehen könnte, dann können wir auch nichts mehr machen. Ja. Nein, Bürgermeister, können wir tatsächlich nichts machen. Also los. Faust raus. Ganze 6 Monate hat mir der von Sickingen die gute Seele den Rücken gestärkt, sodass mir und meinem Discipulé an der Lateinschule sogar etwas wie Zuversicht zuteil wurde. Und dann kommt mir schon wieder so ein Kuttenträger, so ein Neidhammel in die Quere. Ach, von der lieblichen Mosel ist dieser Johannes von Trittenheim hier ins Nahtal gekommen. Oh. Und vergiftet mir an meiner Lateinschule. Wie Mehltau auf den Wein ist er über mich gekommen und legt sich über all mein Tun. Erst sagt er, ich wäre ein Sodomist und ein Schülerverderber. Und dann sagt er, ich wäre ein Heide. Und jetzt dichtet er mir sogar noch einen Pakt mit dem Teufel an. Oh, Teufel auch. Euer Gnaden, verzeiht mir mein ungestümes Eindringen, aber ihr müsst uns helfen, ihr müsst Faust zur Seite stehen. Beruhige dich doch erst einmal, mein Kind. Komm zu Atem. Beruhigen? Wie kann ich mich beruhigen? Trithemius hetzt das Volk gegen Faust auf, mit seinen Lügen.
Sie werden ihn umbringen, aber er ist unschuldig, das müsst ihr mir glauben. Er ist unschuldig, es war Trithemius, der die Sache mit dem Teufel... Ich traue diesem Trithemius genauso wenig wie ihr. Aber dein Freund hat einen Fehler gemacht. Er hat sich auf diesen Teufelshokuspokus eingelassen. Aber doch nur, weil er getäuscht wurde durch Verleumdungen und schwarze Magie. Es, durch Trithemius. Ihr müsst dem Volk erklären. Ihr müsst sie beruhigen. Er hat nichts Schlimmes getan, das müsst ihr mir glauben. Sie werden ihn doch töten, wenn ihr nichts tut. Auch wenn ich der Landesfürst bin, so steht doch nicht alles in meiner Macht. Weltuntergangsszenarien werden an die Wände gemalt. Der jüngste Tag herbeigeredet. Franz, du weißt ja, ich habe noch nie viel von diesem Dunkelmann, diesem Faust gehalten. Aber du musst dem Kind helfen. Sie liebt ihn. Und der wahre Böse in diesem Spiel ist doch... Ich weiß, wer hier mit gezinkten Würfeln und vergifteten Karten spielt, meine Liebe. Niemand weiß das besser als ich. Aber Franz. Die Politik hat nun einmal ihre eigenen Gesetze. Und ein Fürst kann nicht gegen die Mutterkirche und sein eigenes Volk regieren, obgleich es geblendet und getäuscht wurde. Mir sind die Hände gebunden. Hier, nehmt das und seht zu, dass ihr Kreuznach auf schnellstem Wege mit eurem Freund verlasst. Ich kann nichts mehr für euch tun. Müdig um Wissen, doch lauter und rein, so weitet sich Enge, erleichtert das Sein. Der Wille hilft, böse Geister zu binden und am Ende den Stein der Weisen zu finden. Tropft Lebensblut auf Zauberstein. Wird das die Eintrittskarte sein zum Studio Necromantico? Und du machst Gold aus Haferstroh. Die Geister sind verschwunden und meine innere Ruhe kommt wieder ins Gleichgewicht. Jetzt muss ich nur noch einen Plan entwickeln, damit dieser Trithemius nicht mich und mein Gretchen vernichten kann. Auf, Fauste! Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ihr müsst fort. Sie wollen euch fortjagen oder vielleicht sogar noch Schlimmeres. Dieser verdammte Trithemius. Ah, man sollte diese Pfaffennatter vierteilen und die Gedärme bei lebendigem Leib herausreißen. Du musst fort. Vor allem du musst fort. Hinter dir sind sie her. Aber noch niemals ohne dich. Sie haben dich mit mir gesehen. Sie werden auch nicht scheuen, dich in den Kerker zu werfen. Und wenn dich erst die Zangen der Inquisition packt, dann erzählst du denen alles, was die hören wollen. Ich versuche, sie aufzuhalten. Vertrau mir und verschwinde durch den Hinterausgang. Aber doch nicht los ohne jetzt. Dich. Eile, Geliebter, eile.
Faust raus! Ich habe sündige Seele. Ich bin der ewigen Verdammnis preisgegeben. Gott, verzeih mir meine Sünden. Ich habe mich mit dem schwarzen Magier eingelassen. Die Hure, die Metze, die holen wir uns. Drei Ecken nicht näher. Sonst werdet auch ihr alle verdammt sein. Sonst werden auch eure Seelen auf ewig in der Hölle schmoren. Für euer Eigenwohlergehen. Bleibt stehen. Seht, das arme Gretchen sinkt zu Boden und scheint ihren letzten Lebenshauch auszuatmen. Aber nein, sie hebt noch einmal den Kopf. Ihr zartes Gesicht ist von Verzweiflung gezeichnet. Ich glaube, jetzt stirbt sie. Aber wer zum Teufel kommt denn da? Was für eine hässliche und nach Pech und Schwefel stinkende Gestalt erscheint vor meinen Augen. Kann es sein, dass... Nein! Sie hat einen Pferdefuß und einen Ziegenhörner auf dem Kopf. Der Leibhaftige! Das ist der Leibhaftige! Er packt den zarten Körper unseres armen Gretchens. Und jetzt, es tut sich ein Loch im Boden auf. Man sieht, wie dort unten das Höllenfeuer brodelt. Wie es kocht und zischt und mit seinen gierigen, feurigen Zungen alles verschlingen will. Und der Leibhaftige, er zieht das Gretchen, unser armes Gretchen, unser aller Sonnenschein. Er zieht sie ganz fest an sich und er fährt hinab mit ihr in den Höllenturm. Unser armes, armes Gretchen. Unser armes Gretchen. Kommt, betet mit mir. Für Gretchen ist es zu spät. Herr im Himmel, errette uns. Lass uns nicht auch dieser Bestie der Hölle zum Opfer werden. Kommt, geht mit mir auf die Knie und bittet um die Vergebung all eurer Sünden. Gibt es doch nicht. Lasst euch durch diese Gauklertricks doch nicht zum Narren halten. Verfolgt die Betrüger, sie wollen aus der Stadt fliehen. Diener Gottes! Geht auch ihr gefälligst auf die Knie. Auf die Knie. Ihr werdet doch wohl nicht die Existenz des Leibhaftigen verleugnen? Runter. Auf die Knie. Auf die Knie. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Ja, Gott sei Dank. Gretchen sei Dank. Ach. Dank deiner Klugheit und dank deiner Beharrlichkeit. Und dank Jakobs überzeugender Redekünste. Ha, da zeigt es sich, wie gut es ist, doch einen ehemaligen Marktschreier als Gehilfen zu haben. Ja, aber erlaubt die Frage... Wohin wollen wir gehen? Nach Norden oder Süden, Westen oder Osten? Die Welt ist überall für uns beide und wartet auf uns. Ich finde, wir sollten noch kühner sein und hier in Kreuznach bleiben und in die Nikolauskirche gehen und Gott fragen, ob er sich traut, uns beide zu trauen.
momentan der gefährlichste Ort, den wir uns vorstellen können. Das geht nicht. Außerdem weiß ich etwas, was wichtiger ist für die Zukunft, als dass wir beide heiraten werden. Wichtiger als unsere Ehe? Ja, das kann ich dir sagen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen wie du und ich nicht mehr von größenwahnsinnigen Pfaffen vertrieben werden können. Wir müssen Schulen bauen. Denn wer das kleine Einmaleins nicht kann, der versteht sonst auch nicht viel vom Leben. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder Bildung erfahren. Nicht nur die der Reichen und der Adligen, sondern auch die der Tagelöhner und der Waschweiber und auch die Mädchen. Alle. Denn wer Bildung nicht hat, der wird immer andere verfolgen und sie fortjagen. Da hast du ja mal wieder recht. Aber nun, lass uns erstmal von hier verschwinden. Wir gehen nach Heidelberg zur Wirtung. Der wird uns behilflich sein. Will der also gehen zum Wirtung, dieser alte Halunke? Ich glaube, ich habe einen dringenden Brief in diese Richtung zu schreiben. Einen ganz dringenden Brief. Da sind wir wieder. Wir, die aus der Zeit gefallenen und den Raum überwindenden, sind wieder am Ellerbach, jenem geschichtsträchtigen Locus. Und im himmlischen Auftrag zur Visitatio und zur strengen Bewertung menschlich, allzu menschlicher Handlungen. Die Apokalypse ist im Heiligen Kreuz nach zwar ausgeblieben, aber nur vertagt. Denn wenn wir nur zwei verwegende Menschenkinder aus der Zeit herauslösen und ohne durch die Finger zu sehen ihre Verhaltensweisen einer strengen Prüfung unterziehen, so entsteht ein eher dunkles Bild, das jedoch zutiefst menschlich ist und nicht jenseits von Gut und Böse hier vorgelebt wurde. Im Mittelpunkt stand Faust. Der Angefochtene, der aus dem Nichts kam. Er versuchte alles, bemühte sich um der Kreuznacher Knabenbildung, wollte Gold und ein Mädchen glücklich machen und er starb in Staufen, als er zum zweiten Mal das Schießpulver erfand. Der Herr sei seiner Seele gnädig, obwohl er behauptet haben soll, er habe zwei davon in seiner Brust. Ja, ja. Der andere, sein ärgster Widersacher, Johannes Trithemius, verließ wie Faust die göttlichen Pfade, obwohl sich das für einen Abt nicht ziemt. Er wollte gleichfalls Materia Prima erreichen, um seine Zauberbücher zu finanzieren. Er starb einen ganz gewöhnlichen Tod. In der schönen Stadt Würzburg. Soweit unsere höheren Recherchen. Wie Sie nun, sehr geehrte Spektatoris, diese beiden Magier und ihr Erdenwalten bewerten, das können Sie in Ihren Köpfen und Herzen verschlossen halten bis zum jüngsten Tage. Das göttliche Urteil liegt uns vor, aber wir Erzengel sagen mit dem großen William Shakespeare, the rest is silence.
Ihr seht als Letzten mich vor Ort. So habe ich auch das letzte Wort.